Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Sam's Super Channel. Ich bin's, euer Sam, und ihr seht schon im Titel. Heute das nächste Video auf meinem Kanal, und zwar eine kleine Meisterprognose in der Bundesliga. Ja, wer wird Meister in dieser Saison? Darum soll es in dem heutigen Video gehen. Und ich denke, wir starten rein, und zwar mit der Tabelle. Die seht ihr kurz einmal eingeblendet. Und zwar auf der 1 haben wir Bayer Leverkusen. Die sind zurzeit richtig stark in Form, haben 7 Siege, haben noch kein einziges Spiel verloren und stehen auf der 1. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leverkusen das bis zum Ende so durchzieht und Meister wird. Bayer Leverkusen ist in der Vereinsgeschichte noch nie Meister geworden. Sie haben einmal, glaube ich, den DFB-Pokal gewonnen und nochmal den UEFA-Cup oder so, also die Europa League. Aber sie sind noch nie deutscher Meister geworden. Sie waren einige Jahre mal kurz davor, zum Beispiel in dieser Saison 2002, wo man ja zum Beispiel auch im Champions League-Finale stand. Da hat man es aber leider nicht geschafft. Und diese Saison sieht es zumindest auch sehr, sehr gut aus. Und ich tippe, Leverkusen wird nicht Meister. Ich kann mir vorstellen, dass sie am Ende wieder scheitern. Wenn ich an dieser Stelle falsch liegen sollte, dann tut es mir leid, liebe Leverkusen-Fans. Wenn ihr das Video ein Jahr später seht, dann tut es mir leid, wenn ich da ein bisschen falsch gelegen habe. Darum soll es aber nicht gehen. Also ich tippe, Leverkusen wird am Ende so Zweiter, Dritter. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Der Name Vizekusen ist ja bekannt. Auf der 2, beziehungsweise das zweite Team, was ich tippe, ist Borussia Dortmund. Borussia Dortmund hat sich jetzt in den letzten Spielen wieder gefangen, haben die letzten Spiele wieder gewonnen und stand jetzt auf Platz 4. Haben 6 Siege, 2 Unentschieden, sind stand jetzt auch noch ungeschlagen und haben ja letzte Saison, beziehungsweise waren letzte Saison kurz davor, deutscher Meister zu werden. Hier tippe ich, Dortmund wird am Ende Dritter oder Vierter. Das heißt, auch sie werden nicht deutscher Meister. Ich kann mir vorstellen, dass sie bis zum Ende knapp dran sein werden. Ich kann mir sowieso vorstellen, dass es dieses Jahr ein enges Meisterrennen gibt. Das heißt, dass 2, 3 Mannschaften dieses Jahr um die Meisterschaft kämpfen. Dortmund also auch nicht Meister. Wir machen weiter mit dem nächsten Team, und zwar ist das RB Leipzig. RB Leipzig wird meiner Meinung nach dieses Jahr nur Vierter. Die müssen höchstwahrscheinlich sogar um die Champions League Plätze kämpfen. Dieses Jahr sind sie nicht ganz so stark. Sie haben viele Leistungsträger verloren, sie haben viele Spieler verloren, wie zum Beispiel Christopher Nkunku, Szoboszlai oder auch Joshko Gvardiol. Diese Spieler müssen sie erstmal gerade ersetzen. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass Leipzig dieses Jahr Schwierigkeiten haben wird, in die Champions League zu kommen. Auch wenn ich mich hier irre, liebe Leipzig-Fans, dann tut es mir leid, wenn ihr am Ende vielleicht sogar um die Meisterschaft mitkämpft. Aber ich glaube, dafür ist es noch ein kleines bisschen zu früh. Und schauen wir auf das letzte Team, das Team, was höchstwahrscheinlich dann am Ende wieder Meister wird. Vielleicht irre ich mich auch da, aber ich glaube, Bayern hat am Ende wieder den längeren Atem und wird wieder zum, ich glaube, dann mittlerweile 12. Mal in Folge deutscher Meister. Das wäre für die meisten natürlich, ja, wieder sehr langweilig und sehr traurig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand am Ende wieder den längeren Atem hat. Letztes Jahr hatte Dortmund die Chance, davor die Jahre hatte, glaube ich, auch Dortmund die Chance. Und davor ist keiner annähernd mal auf das Niveau von den Bayern gekommen. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Leverkusen vielleicht lange mithält, aber am Ende auch nicht es schaffen wird. Vielleicht irre ich mich auch und es wird ein ganz anderes Team. Es wird Stuttgart, keine Ahnung, Hot Take, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann. Aber das ist ja so eine kleine Meisterprognose. Von daher sage ich, am Ende der Saison ist es höchstwahrscheinlich leider wieder der FC Bayern München.
wie gesagt, aus den eben genannten Gründen, weil sie am Ende wieder das beste Niveau haben, längerer Atem, wie gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass die anderen Mannschaften früher oder später einbrechen, aber das sehen wir dann in knapp einem Jahr, ungefähr 6 Monate, dann sollte der Meister entschieden sein. Von daher soll es das von dem heutigen Video eigentlich gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Schreibt euren Meister unten in die Kommentare, was glaubt ihr, wer wird in dieser Saison deutscher Meister? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Abonniert den Kanal auch gerne für weitere Videos. 90% von euch haben das nicht getan. Von daher lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, habe ich jetzt schon die ganze Zeit gesagt. Egal. Das soll es vom heutigen Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Abonniert den Kanal, jetzt sage ich schon wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Sam.